It's the boy Skinny P. Guckt euch das an. Alla. Hat's mit Knife, New Noir und die Gloves. Holy fucking shit. Okay, das Glück bricht im Moment nicht ab. Es ist wirklich so ein bisschen arg vorgeschossen. Es ist im Moment echt heftig, was hier für Geschichten am Start sind. Okay. Also wir sind hier in Runde 1. Er zeigt direkt, was er kann, so an Skins. Richtig dicke, fette Geschichten am Start. Also entweder sind gerade aktuell irgendwelche Cheats im Umlauf, die als extrem sicher gelten oder sowas. Oder als extrem undetectable, auch für das Auge eines normalen Menschen. Weiß ich nicht. Oder sind wieder Leichtsinne unterwegs. Oh, alter Falter, war er da überhaupt drauf bei dem durch die Wand ballern? Ich will jetzt gerade bei Aim jetzt auch gerade in der zweiten Runde noch nicht viel sagen, aber ich will mal Richtung Vision gucken. Der nach links weggelaufen ist, hat er den gesehen und gehört? Ist der laut weggesteppt? Ich war gerade noch so geblendet von den Skins. Muss jetzt genau drauf aufpassen, was er da treibt. Also oben kommt gleich einer bei Palace und gibt ihm richtig in die Fresse, holy shit. Okay. Was machst du jetzt? Alla, Runde 3 ist deine, Monsieur. Ah ja, er ist auch der Taucher, habt ihr es gesehen? Er taucht gern in seiner Freizeit. Achtung, pass auf, er ist richtig wütend mit seinem Artotronic Knife, Alla. Octopus kommt. Ne Desert Eagle Corinthian. Ist die was wert? Ich glaube schon auch ein paar Euro. Ich glaube, die ist auch ein paar Euro wert. Ist jetzt nicht gerade das schönste Teil. Achtet mal drauf, wann er schießt. Ich meine, dass er immer etwas arg... Ist schon die vierte Runde jetzt, ne? Dass er etwas arg früh schießt. Der kleine Stinker. Muss mal auf... Aber ist vielleicht auch nur in meinem Kopf, keine Ahnung. Octopus wieder, der will's wissen. Okay. Also er weiß, oder scheint zu wissen, wann genau der Gegner halt jetzt erscheint, hinter der Ecke. Also er ist nicht so deep hinter der Ecke, dass er noch weiter rausgehen muss, sondern er ist sich da ziemlich im Klaren darüber, dass da, wo da der Feind steht, auch hier auf Mitte, ist er wieder ziemlich... Also er kennt sich aus. Da ist keiner auf Upper Mid und hier ist nirgendwo einer. Er hat hier hingeaimt, weil er gehofft hat, er kommt direkt aus der Room raus. Kam er aber nicht. Also ich würde tatsächlich hier jetzt in der vierten oder Anfang der fünften gesehenen Runde schon sagen, dass, oder war, ist es die fünfte Runde? Ich glaube schon. Sagen, dass er Vision Assist am Start hat und noch nicht mal zu knapp. Also es ist noch nicht mal irgendwie so, dass man sagt, na, weiß ich nicht. Wir gucken jetzt noch ein bisschen, aber ich bin ja schon so 70% Vision Assist mäßig eingefahren bei ihm. Oben kommen welche. Er prediktet den einen wieder sehr, sehr nice. Schießt auch... kriegt den Arsch aufgerissen. Schießt auch hier durchs Holz. Gefühl zielgerecht, aber das muss jetzt nichts heißen in dem Fall. Guck mal kurz. Hier ist ein Technical Timeout. Bei den Gauner der rechts. Oh, da drüben. Ah, der hat... Wie heißt die AK, die der eine hat? Uncharted oder was? Also, na gut, ist jetzt kein fetter Skin. Aber ich... Hat der ein Gniftelchen gehabt? Haben die ja generell dicke Skins am Start? Das ist hier so eine Dick-Skins-Lobby. Sechste Runde. Der hat auf jeden Fall eine Desert Eagle-Dingens gehabt. Die vorne mit dem Mecha Industries vielleicht. Sah ziemlich hell aus. Hier auch wieder sehr genau gewusst, wohin er zu schießen hat. Wer wohl zuerst peakt. Also ich bin jetzt hier bei 95% Vision Assist. Aim Assist, naja. Er hat schon so ein paar komische Macken gehabt, rumgezogen. So. Aber da... bin ich mir jetzt noch zu unsicher, ob da irgendwas ist. Der Mate holt den ersten weg. Rattle wollte durch. Taurus steht da unten und... Jetzt passt mal auf. Okay. Pass mal auf, wie weit er um die Ecke geht, bis er schießt. Ja, gut. Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Wobei er durch die Wand ganz gut drauf war. Aber das kann auch nur ein Riesenzufall sein. Von daher nehmen wir das jetzt nicht mit in die Consideration. Ganz komisches Crosshair-Placement auch. Wo hat er denn da gerade hingeguckt? Aha. Das ist jetzt die siebte Runde, glaube ich, ne? Auch hier wieder, er war geflasht. Ich weiß nicht, wie stark. Man sieht als Overwatcher, soweit ich weiß, die Flash oder soweit, das sieht man ja, nicht so stark wie der Spieler selbst. Sondern man sieht schwächer, dass man eben auch noch sehen kann, was passiert. Ich weiß nicht, ob er da schon hätte einen guten Kill machen können, wie sehr ihn die Flash erwischt hat. Erwischt, oh. Headshot direkt wieder. Und auch hier weiß er wieder ganz genau, dass kein weiterer Gegner bei Palace kommt. Das ist doch Schmarrn. Das ist doch absoluter Schmarrn. Das kann doch nicht wahr sein. Dass er sich da genau sicher ist. Palace ist clean, Alter. Obwohl der Mate abgemollet hat, aber er ist, glaube ich, noch vor dem Molly losgelaufen. Also, ja. Auch hier ist garantiert Platz. Das weiß er ganz genau, dass da keiner mehr irgendwo steht. Aber den da hinten, den wird er wahrscheinlich erwarten. Achtung. Ja, okay, er schießt aber auch nicht so. Affig. Noch eine weitere Runde bekommen wir hier geschenkt mit ihm. Ja, aber das ist für den Wert dieser Sachen, die er da hat.
ist das, finde ich, recht eindeutig, oder? Womit er da rumhampelt. Würde mich nicht wundern, wenn er auch Aim Assist am Start hat. Aber, ja, ich werde ihm jetzt dann wahrscheinlich nur Vision drücken. Auch hier wieder, ich meine, natürlich sollte man generell, wenn man da rausgeht, erstmal da oben hin gucken und dann langsam sich öffnen. Klar, man geht nicht raus und guckt direkt Mitte oben hin. Aber, ja, da scheint er halt irgendwie... Du weißt Bescheid. Ich sag euch, der weiß Bescheid, Anna. Was machst du jetzt? Habe ich vorhin nicht mitgesehen. Ich dachte, es waren immer nur 8 Runden. Oder 8 Runden oder 8 Minuten circa. Oder wie war's? Ich weiß es nicht mehr. Na? So, also Aim Assist, haben wir ja gesagt, sind wir uns nicht sicher. Und man muss sich ja sicher sein. Wirklich zu 100% musst du dir sicher sein, ob das eben zutrifft oder nicht. Sonst darfst du es nicht drücken. Vision Assist bin ich mir zu 100% sicher. Bei Other war nichts, würde ich jetzt sagen. Und bei Griefing sowieso nichts. So, leider. Gut, das wäre es dann soweit wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes und für die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich kann euch auch gerne dann bis dahin sagen, ob er gebannt wurde oder eben nicht. Und wenn ihr wollt, das müsst ihr mir aber noch schreiben, können wir uns sein Profil bzw. vielmehr sein Inventory angucken, was da eben alles drin ist. Weil ich gehe stark davon aus, dass da nicht nur die eben gesehenen Skins drin sind, sondern noch ein bisschen mehr. Gut, dann haut da mal rein. Wir sehen uns natürlich auch live im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt da einfach ran. Viewer Games, Giveaways und so weiter und so fort. Jede Menge Spaß. Wisst ihr Bescheid. Haut rein, later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.